Ja, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Train Fever. Ja, in der ersten Folge hatten wir unsere ersten zwei Städte verbunden. Ja, und dann werden wir mal zumindest jetzt in Frankfurt mal die Bushaltestellen setzen, damit unser Bus die Fahrgäste zum Bahnhof bringen kann. So, zurück. So. Hier wird auch schon fleißig von der KI gebaut. Das ist doch mal nicht schlecht. So, dann brauchen wir Bushaltestellen. War das jetzt hier Busstopp? Busstation. Ein Stopplift. Okay. So. Hier noch einen setzen. So. Also ich mache das meistens immer so, dass wir eventuell einen Rundkurs zusammenbekommen. Dann müssen wir hier noch die Straßen verbinden. Und auch noch weiter verbreiten. So, apropos, wenn wir hier gleich mal nochmal die Straßen mit Busspuren verlegen. Ich meine, bringt eh nicht viel, weil die KI hier eh die Busspuren mitbenutzt. Leider. Hier müssen wir noch nicht lang, aber hier müssen wir lang. Eigentlich könnten wir das auch hier abreißen. Wird zwar teuer werden. Eine direkte Verbindung. Ja, würde ich sagen. Vielleicht sind wir es hier. Mit Busspur, genau. So. Dann können wir hier nämlich weitermachen. Dann da lang wieder zurück. So, wie gesagt, dass wir dann halt einen Rundkurs erstmal haben. Mal gucken, ob das auch funktioniert, so wie ich mir das denke. Ja, das dachte ich mir nämlich. Vielleicht wir müssen hier mal die Straße wegnehmen. Das geht mal wieder richtig ins Geld. Aber was soll's. Wir müssen eh dann nachher sowieso Straßen neu bauen. So. Dann hätten wir jetzt mal unseren Rundkurs sozusagen. Ja, da ist die Haltestelle, genau. Dann machen wir hier jetzt weiter. Hier eine, da eine. Eventuell noch hier eine, genau. Dann hier. Hier können wir ruhig auch eine hinsetzen, weil hier werden sie eh garantiert dann anfangen, Häuser zu bauen oder Industrie zu bauen. Dann hier schön durchs Industriegebiet, weil die Leute müssen ja auch mit dem Bus dann zur Arbeit. Und dann können wir das gleich hier mit verbinden. Ja. Dann hier oben bei der Freizeit. Hier eine. Und eine hier. Das sollte reichen. So, dann eine neue Linie. Starten wir hier. Ja, das Ganze ist jetzt hier ein bisschen Fummelarbeit. Die einzelnen Bushaltestellen anzuklicken. So. Zack, zack, zack. Wo ist er denn? Da ist er. So, dann noch die hier. Und dann wieder hier.
Ja, und bevor unsere Busse fahren können, braucht man natürlich ein Fahrzeugdepot. Das haben wir hier. So. Noch Busse kaufen. Na, nehmen wir die hier. Drei Stück sollten erst mal reichen. Linie zuweisen, genau, Linie 1. Vielleicht nochmal ändern hier. Dann machen wir doch einfach mal ÖPNV. Natürlich nicht so, sondern so. Frankfurt. Buslinie 1. Passt das hin? Ja, passt hin. Ja, dann können wir hier mal wieder auf Play machen, dass die sich das hier bewegt. Dann müssen jetzt auch die Busse rauskommen. Machen wir mal schneller. So. Ja, und dann machen sich auch schon die ersten auf dem Weg zur Bushaltestelle. So muss das sein. Na, und hier stehen auch schon die ersten an der Bushaltestelle. Okay. Jawohl. Ja, wird das schon mal gut angenommen. Dann kommt auch unser Zug. Der dürfte noch keine Fahrgäste haben, weil wir müssen ja in Dresden genau dasselbe jetzt noch machen. Dann werden wir hier mal nochmal pausieren. So. Dann in Dresden. Die Bushaltestelle. Ach nee, wir hatten aber ja eine Tram. Das heißt, wir müssten jetzt hier Tramgleise verlegen. Und das werden wir am besten hier mit dieser Straße machen, genau. Busspur. Ja, wir nehmen beides. Weil dann haben wir nämlich das Glück. Oder das Pech. Wie auch immer. Die Straßenbahn die Busspur benutzt. Oder mit benutzt wird. Na nun, was denn los? Ah, okay. Ja, und wie gesagt, auch hier mache ich es dann wieder einen Rundkurs. Weil ich finde, das macht sich dann am einfachsten. Oh, da müssen wir hier mal noch eine Straße bauen. Mal eben schnell. Wir werden erstmal die normale Schiene hier nehmen. So. Erst einmal. Das können wir dann immer noch ändern. Genau, Busspur, Tramspur, ja. So, dann legen wir die Gleise nämlich hier lang für die Tram. Ja, das lassen wir hier erstmal außen vor. Das können wir dann nachher immer noch mit der zweiten Tramlinie verbinden. Ja. Mal hoffen, dass das wieder funktioniert. Ansonsten müssen wir hier wieder eine Straße beseitigen, weil dann wieder Kollisionen passieren. Also ganz ausgereift ist das hier noch lange nicht. Ja, und genau, und dann hier lang. Dementsprechend hier entlang. So, und dann bauen wir natürlich hier erstmal irgendwo ein Tramdepot. Mit unserer Straßenbahn. Ja, setzen wir erstmal hier hin. So, dann brauchen wir dementsprechend doch wieder Haltestellen. Das ist mal nicht ganz so mal so. Na? Hier willst du wohl keine? Machen wir hier eine. Und hier auch wieder.
schön das Industriegebiet mitnehmen. Dann hier die Freizeitstätten. Dann freuen sich die Bürger deiner Stadt so. Oder eurer Stadt. Ja, und dann wieder eine hier so mittig, ne? Ja, genau. So. Eine neue Linie, die werden wir hier gleich mal umbenennen. ÖPNV. Dresden. Tramlinie 1. Genau. So, dann wollen wir mal wieder die einzelnen Haltestellen verbinden. Ach ja. So. Mal dann kommen wir hier, oder? Na! Ja, alles hier ein bisschen Fummelarbeit. Wo ist jetzt unsere mittlere Haltestelle? Da ist sie doch. Und dann hier wieder. So. Dann werden wir hier mal ein paar Trams kaufen. Genau, nehmen wir hier mal. Welche nehmen wir denn? Die TM34, genau. Auch erstmal drei Stück. So, und dann kommen jetzt hier auch unsere Trams raus. Ja, dann sollte das hier auch mal nochmal gewesen sein für heute. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann mal noch einen zweiten Zug hier fahren lassen. Weil einer wird nicht ausreichen. Müssen wir mal gucken, ob hier schon Fahrgäste drauf sind. Natürlich noch nicht. War ja klar. Was ist denn los hier? Eigentlich sollten hier die Herrschaften doch jetzt mal langsam mit dem Bus. Tramgleise, nein. Oh. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dabei lassen wir den Zug hier noch eine Runde fahren. Und hoffen, dass in Dresden jetzt mal Fahrgäste stehen. Ja, und in der nächsten Folge, wie gesagt, lassen wir dann hier noch einen zweiten Zug fahren auf der Linie. Und dann müssen wir mal gucken, dass unsere Städte Dresden und Frankfurt an Güter kommen. Sprich, Güterlinien eröffnen. Entweder mit der Eisenbahn oder mit LKW. Ja, und bis dahin, gehabt euch wohl. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.